reacted with more violence. Als er mit dem Rücken zur Wand stand, startete Escobar eine fünfmonatige Terrorkampagne. Es begann mit der Ermordung von Luis Caulan, einem Aussichtsratten, der mit einem harten Anhieb. Der Präsidentschaftskandidat Galan war ein Zeltmann des Landes. Begeistert von der Aussicht, dass er Präsident werden könnte, was sehr wahrscheinlich war. Ich hatte das Gefühl, dass Kolumbien und das kolumbianische Volk eine Chance hätten, unter seiner Herrschaft einen Schlag gegen den Drogenhandel zu führen. Und offensichtlich war Pablo Escobar der gleichen Ansicht. Panik brach aus. Im Restaurant kam eine Kellnerin vor Angst zitternd an unseren Tisch und sagte, wir schließen, alle müssen nach Hause gehen, auf den Straßen herrscht Chaos. Sie haben Galan getötet. Nach der Ermordung des populären Präsidentschaftskandidaten verdoppelte die Polizei ihre Anstrengungen. Der Preis, der auf Escobars Kopf ausgesetzt war, wurde erhöht. Escobar antwortete, indem er einen Preis auf den Kopf jedes kolumbianischen Polizisten aussetzte. Er verbreitete seine Drohungen sogar schriftlich, mit seiner Unterschrift und seinem Daumenabdruck als Echtheitsbeweis. Es kam so weit, dass er die Polizisten, die hinter ihm her waren, namentlich bedrohte. Diese Drohungen machten auf seine Legionen von halbwüchsigen Killern großen Eindruck. Das waren ortsansässige Schläger, 14, 15, 16 Jahre alte Burschen. Ich habe gehört, wie sie sich von hinten an einen Polizisten schlichen, die Pistole hinter dem Ohr ansetzten und schossen. Und der Polizist war tot. Dann ging der Bursche zu einem Haus und holte sein Geld ab. Er bekam $500 für den Mord an einem uniformierten Polizisten. Pablo Escobar stellte die Legitimität der kolumbianischen Regierung in Frage. Er sagte, ich bin mächtiger und legitimer als ihr. Und er mordete bis hinauf zu Präsidentschaftskandidaten. Doch es blieb nicht bei der Ermordung von Polizisten, Richtern und Politikern. Niemand war sicher vor ihm. Escobars nächstes Ziel war die Cano-Dynastie, der die größte Zeitung Kolumbiens gehörte. Das Blatt hatte den Drogenboss immer wieder öffentlich angegriffen. Die Cano-Familie bezog klare Positionen gegenüber Escobar und anderen Drogenhändlern. Escobar gefiel das nicht, also musste er sie eliminieren. Er tötete Menschen aus politischem Kalkül. Er brachte nie einen amerikanischen Journalisten um. Englischsprachige Zeitungen las er nicht und glaubte nicht, dass sie ihm schaden könnten. Also tötete er nur kolumbianische Journalisten, deren Artikel gegen ihn gerichtet waren. Je enger die Polizei die Schlinge zuzog, desto wahlloser wurden Escobars Angriffe. Im November 1989 beging er die schrecklichste Tat seiner kriminellen Karriere, die Sprengung einer Linienmaschine der Avianca Airlines. Alle 107 Menschen an Bord kamen ums Leben. The Avianca jet blowing up. Die Explosion der Avianca-Maschine war eine der größten Katastrophen, die Kolumbien je erlebte. Es war eine Demonstration der Verachtung gegenüber der Regierung und den Menschen Kolumbiens. Wer konnte zu einem derart hinterhältigen Anschlag fähig sein? Die Untersuchung ergab, dass das Flugzeug mit Plastiksprengstoff zur Explosion gebracht worden war. Escobars Chefkiller Danny Munoz Mosquera hatte diesen Auftrag ausgeführt. Er wurde dafür später in New York City verurteilt. Escobar und der Avianca-Flug werden in die Geschichte eingehen. Ich weiß von keinem anderen Kriminellen, der ein Linienflugzeug in die Luft gesprengt hat. Allein das gibt einen Begriff davon, was Gewalt bedeutet.
Die Polizei nahm an, dass das Bombenattentat gegen einen potenziellen Zeugen gerichtet war, den Escobar an Bord des Flugzeugs vermutete. Vielleicht war das der Grund, warum 107 Menschen an diesem Tag sterben mussten. In meinem letzten Interview fragte ich ihn nach dem Avianca-Anschlag. Natürlich gab er mir keine richtige Antwort. Er sagte nur, er hätte viele Fehler gemacht. Er hätte Unrecht gehabt und es gäbe eine Menge Dinge, die er in seinem Leben nicht noch einmal tun würde, wenn es in seiner Macht stünde. Vielleicht hat Escobar eingesehen, dass die Ermordung so vieler kolumbianischer Zivilisten, insbesondere die Ermordung von Frauen und Kindern, der Popularität, die er immer noch genoss, schaden würde. Sein nächster Anschlag war wieder gegen die Regierung und die Polizei gerichtet. Eine unglaublich große Bombe wurde gegen das Hauptquartier des DAS eingesetzt, dem kolumbianischen Gegenstück zum FBI. Ziel war der Leiter des DAS, General Massa. Das DAS-Gebäude ist 11 Stockwerke hoch. Ein mit Dynamit gefüllter Bus war vor das Gebäude gefahren und dort zur Explosion gebracht worden. A bus had been filled with some 1000 pounds of dynamite in front of the building and detonated. Es ging um Macht, es ging darum, wer das Land kontrollierte. Pablo Escobar weigerte sich, das Gesetz anzuerkennen. Er weigerte sich einzusehen, dass die Regierung von Kolumbien größer und stärker war als er. Doch als Escobars Ressourcen zur Neige gingen, gewann die Regierung allmählich die Oberhand. Obwohl er nach wie vor in der Lage war, von seiner Ranch in Napoles aus seine Geschäfte zu führen, wurden viele seiner Besitztümer in Kolumbien und den USA von der Regierung beschlagnahmt. Wir gingen von allen Seiten gegen Escobar vor. Wir nahmen ihm seinen gesamten Besitz weg. Wir verhafteten alle Personen, mit denen er in den USA in Verbindung stand. Wir beschlagnahmten jährlich Gelder in Höhe von 50 Millionen US-Dollar. Sowie etwa 50 Tonnen Kokain. Wir beschlagnahmten seinen 10 Millionen Dollar Apartmentkomplex und sein Ferienhaus in Miami Beach im Wert von 1 Million Dollar, gleich neben den Bee Gees. Wir griffen ihn dort an, wo er lebte. Damit trafen wir definitiv seine Fähigkeit, Drogengeschäfte abzuwickeln und terroristische Anschläge zu verüben. Noch immer versuchte Escobar zurückzuschlagen. Doch je näher die Regierung an ihn herankam, desto ernster wurde es für ihn. Er hatte keine Angst zu sterben und er hatte keine Angst vor der Regierung. Doch er hatte Angst um seine Familie. Er fürchtete, dass sie leiden könnte. Er hatte Angst um seine Frau und um die Zukunft seiner Kinder. Escobar brachte die Regierung durch Terrorismus dazu, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen er bereit war, sich zu ergeben. Vor allem bedeutete das die Garantie, nicht in die USA ausgeliefert zu werden. 1990 willigte Escobar ein, eine geringfügige Strafe in einem eigens für ihn errichteten komfortablen Gefängnis abzusitzen. Im Gegenzug ließ die Regierung das Auslieferungsabkommen mit den USA ein für allemal fallen. Kolumbien verkündete den Sieg, einen fadenscheinigen Sieg, wie sich herausstellen sollte.